60 Millionen Handybesitzer hierzulande kriegen regelmäßig einen Satz heiße Ohren. Denn das mobile Telefon arbeitet wie eine kleine Mikrowelle. Es kann das Gewebe erwärmen. Das klingt so noch nicht alarmierend, aber es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Präsident des Bundesamts für Strahlenschutz vor den Risiken der Handys warnt. Eltern sollten ihre Kinder von dieser Technologie fernhalten, sagt er. Aber nicht nur die Handys strahlen, auch die Sendemasten der Mobilfunkanbieter. Das Handy kann man abschalten, den Antennenwald in der Nachbarschaft nicht. Viele Anwohner ahnen nichts Gutes, denn diese Felder des Unbehagens breiten sich überall in Deutschland aus, oft unbemerkt. Der Kirchturm der Christuskirche im ostwestfälischen Löhne. Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde hier das Dach repariert. Nur wenn man ganz genau hinsieht, kann man erkennen, in Wirklichkeit wird hier gerade ein Mobilfunksender eingebaut. Damit man den von außen nicht sieht, tauscht eine Spezialfirma die Ziegel gegen speziell angefertigte Plastikdachpfannen aus, die die Strahlung durchlassen. Auch der Denkmalschutz hat keine Einwände, denn man kann sie von den Originalen aus Ton nicht unterscheiden. Eines unserer Geschäftsfelder ist das Verstecken von Antennen, dieses möglichst perfekt, um die Mobilfunkantennen, die ja zunehmend installiert werden bzw. installiert werden müssen, ästhetisch dem Umfeld anzupassen, wo sie installiert sind und gleichzeitig die Funktionsweise einer solchen Antenne nicht zu beeinträchtigen. Und um sie vor den Anwohnern zu verbergen. Im Katalog kann man nachlesen, Nautico versteckt Antennen auch in Attrappen von Vogelhäuschen, in Alarmanlagen und in perfekt nachgemachten Schornsteinattrappen, die aussehen wie aus echten Ziegelsteinen. Wenn man die Antenne nicht sieht, kann man sie auch nicht für Gesundheitsschäden verantwortlich machen. Deshalb der Vorteil, so der Werbeprospekt, unsichtbare Richtfunk- und Sektorenantennen auf Dächern. Minimierung der Diskussion über elektromagnetische Unverträglichkeit. Noch nimmt die Diskussion weiter zu, denn die meisten Mobilfunksender kann man noch sehen. Über 40.000 davon sind in Deutschland in Betrieb. Bis 2003 kommen noch mal so viele dazu. Dann ist auch das UMTS-Netz ausgebaut. Der Mobilfunksender auf einem Nachbarhaus von Familie Bücher im nordbayerischen Haibach strahlt direkt ins Wohnzimmer. Die Grenzwerte werden eingehalten, aber als der Sender in Betrieb ging, wurde die ganze Familie krank. Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Kreislaufprobleme. Den damals 10-jährigen Tobias traf es am stärksten. Er war kurz davor, in die Sonderschule zu wechseln. Er entwickelte ganz starke Schulprobleme. Wurde als hyperaktiv diagnostiziert. Er konnte nicht mehr gut sehen, er konnte nicht mehr lesen. Und im Nachhinein haben wir auch festgestellt, dass er ein ganzes Jahr lang nicht mehr gewachsen ist. Zwei Ärzte bestätigten einen Zusammenhang mit dem Sender. Und erst seit die Büchers die ganze Hausfront mit Drahtnetzen abgeschirmt und so den Strahlenpegel auf ein Hundertstel verringert hatten, geht es auch Tobias wieder gut. Seine Lernprobleme sind vorbei. Heute geht er nicht in die Sonderschule, sondern aufs Gymnasium. Kein Einzelfall. Trotzdem bestreitet das Bundesamt für Strahlenschutz jedes Gesundheitsrisiko, solange die Grenzwerte eingehalten werden. Andere Länder sind da vorsichtiger. Während bei uns im D-Netz ein Wert von 4,5 Watt pro Quadratmeter erlaubt ist, liegt der Grenzwert in Italien fast 50 Mal und in der Schweiz sogar über 100 Mal niedriger als bei uns. Und in einigen Stadtteilen im österreichischen Salzburg liegen die höchsten Messwerte sogar 5000 Mal unter unseren Grenzen. Das haben Gesundheitsamt und Bürgerinitiativen zum Schutz der Gesundheit mit einem Mobilfunkbetreiber vereinbart. Trotzdem kann man auch hier noch mit dem Handy telefonieren. Fleißig messen und forschen lässt auch die Industrie. Aber da kommt meist das heraus, was dem Auftraggeber ins Konzept passt. So hat die Telekom-Tochter T-Mobil einen Forschungsauftrag an die Ekolog GmbH in Hannover vergeben. Ekolog sollte Arbeiten anderer Forscher auf ihre Seriosität überprüfen. Doch diesmal waren die Ergebnisse nicht im Sinne des Auftraggebers. Es gibt Hinweise, dass diese Felder ein erhöhtes Krebsrisiko bedeuten. Was aber aus unserer Sicht viel deutlicher noch ist, das sind Beeinflussungen von Gehirnfunktionen. Es gibt deutliche Einflüsse auf das Leistungsfähigkeit an bestimmten Parametern. Es gibt Einflüsse auf den Schlaf.
Der Wissenschaftler hält die Forschungsergebnisse für so stichhaltig, dass er seinem Auftraggeber empfiehlt, den Sicherheitsabstand von Wohngebieten, Schulen und Kindergärten um das 30-fache auf bis zu 360 Meter zu erhöhen. Davon will die Telekom-Tochter T-Mobil nichts wissen. Dieses Forschungsprojekt ist nicht vergeben worden, um die Gültigkeit der Grenzwerte festzustellen. Die Intention war einfach, etwas mehr Klarheit in wissenschaftliche Bewertungsmaßstäbe zu bringen. Alle Ergebnisse sollen jetzt nochmal überprüft werden. Und damit kann T-Mobil erstmal weitermachen wie bisher. Auch die Bundesregierung hat sich noch nicht entschieden, ob wir in Zukunft strengere Grenzwerte bekommen sollen. Denn das ginge schwer ins Geld. Schon heute müssen Mobilfunkbetreiber bis zu 12.000 Mark Miete im Jahr bezahlen, wenn sie eine Antenne auf so ein Dach montieren. Es ist im Moment schon ein erbitterter Konkurrenzkampf um diese Standorte da und der treibt die Preise hoch. Und wenn wir jetzt noch Grenzwerte haben, die mehr Richtung Vorsorge und Gesundheitsschutz ausgerichtet sind und mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Standorte erfordern, wird das Geschäft schwieriger und teurer. Damit niedrigere Grenzwerte eingehalten werden können, müsste jeder 10. Sendemast, wie hier im österreichischen Salzburg, an einen weniger problematischen Ort, weit weg von Wohngebieten verlegt werden. Auch das kostet Geld. Für die UMTS-Lizenzen mussten die Mobilfunkbetreiber 100 Milliarden Mark an den Staat bezahlen. Der Netzaufbau wird rund 40 Milliarden kosten. Für strengere Grenzwerte würden sie nach eigener Schätzung nochmal mit 8 Milliarden Mark zur Kasse gebeten. Da rechnet es sich, immer mehr Antennen zu verstecken, denn das kostet nicht mal halb so viel. So hat man auch in der denkmalgeschützten Lutherkirche in Wittenberg nicht nur Antennen für Gottes Wort, sondern auch für ganz weltliche Mobilfunkgespräche. Besonders für die Kirchen gibt es ein reichhaltiges Fälscherangebot. Auch dieses Kreuz ist nicht aus Holz, sondern aus Plastik. Es kann eine komplette Sendeantenne aufnehmen.